Welkom, mijn naam is Pastor Quentin Unger en vandaag hebben we een hele korte antwoord voor een grote vraag. De vraag van vandaag is, kan een predia einde de zin vergeven? Ik wil zeggen, vele van ons hebben vielleicht ganz klar wat de antwoord voor deze vraag is. En anderen hebben vielleicht een kamp van de weten niet krijgt, wat leert de Bijbel van deze vraag? Ik wil zeggen, de antwoord voor dit is, nee, een predia kan niet in de persoon de zin vergeven. De Bijbel leert ons, du hast bloß einer, wat zwischen ons en Gott stonden deed. En hij is Jesus Christus. 1. Timotheus, Kapitel 2, de 5. Vers zegt, du hast ein Gott. En du hast ein Vermittler, der zwischen Gott en Menschen steht. De Mensch, Christus, Jesus. Waarom is Jesus de einzige, wat kan ons de zin vergeven? Waarom kan een prediker niet ons de zin vergeven, die wat zwischen ons en Gott zijn? Wegen bloß Jesus Christus hat am Kreuz gestorben für unsere Sinn. Er ist der Einzige, was unser Sinnpriest, unser Sinnlohn hat betont am Kreuz. Und weil es der Prediger nicht hat getan, der Prediger kann nicht den Sinn vergeben, was wir gegen Gott haben getan. So wie Paulus den Prediger dann an den Sinnen vergeben? Ich glaube, ein Prediger kann eine Person halten, dass er keine Sinn Klienten sein, wo der Sinn ist. Der Prediger kann die Bibel ausleihen, dass wir eine größere, eine bessere, eine tiefere Verständnis haben, von was Gott verlangen wird von uns. Und wieder im Prediger kann eine Person leiden, dass die Person nur Jesus gehen wird und arm für Vergebung freuen dann. Im großen Part von dem ist dann unsere Sinnen bekannt. Viele von uns sind abgewachsen, dass wenn wir bei der Gemeinde wollen gehen, dann sollen wir unsere Sinnen alle bekennen. IRVB gehen. Und wir tun dort noch ein Prediger. So ist der Ernst, ist der Wertvoll, wenn wir dort zu Start tun. Ich glaube, in Wasser wäre es das Gott. Die Bibel lehrt uns sehr klar, dass wir sollen unsere Sinnen bekennen, nicht bloß nur Gott, aber nur andere. Jakobus Kapitel 5, der 16. Vers sagt das. Bekennt jene Sinnen ein zu den anderen und betet einer für den anderen, dort je kennen, geheilt worden. Das Gebet von einem Gerechten kann viel ausrichten, wann dort ab Ernst ist. So, wann wir unsere Sinnklienten sein, wer wir sind, was wir tun haben, du hast viel Kraft in den Sinn bekennen. Wenn wir den Sinn für den Tag bringen, dann wir bringen den Sinn in Licht, dann ist der Sinn nicht mehr verstärkt, der Sinn ist nicht mehr bedacht. Und der Sinn der verlässt die Kraft, wenn er in Licht ist. So, wenn wir unseren Sinn rüberbringen, dann ein Prediger kann halten mit dort, ein anderer kann auch, dann verlässt der Sinn Kontrolle und Gewalt über uns. Und ich würde sagen, das braucht nicht einmal bis ein Prediger sein, wo wir den Sinn tun bekennen dann. Da kann ein Freund sein, da kann ein anderer Lehrer sein in der Kirche, was uns damit helfen kann. So, wir haben ein bisschen geredet von Sinnen bekennen, was wir gegen Gott haben getan. Wo postet man dann, was sollen wir tun mit unseren Sinnen, wenn wir gegen andere Person Sinnen tun? Ich glaube hier, wenn wir sagen, wir Sinnen gegen Prediger, dann würde postet sein, dass wir würden die Prediger für Vergebung freuen tun. Aber wenn unser Sinn gegen eine andere Person ist, dann ist es Praxis, was wir tun zu Gott. Wir gehen, wir bekennen, wo wir Gott haben, wo wir Sinn deuten, wir bekennen, was wir getan haben, dann freuen wir für Vergebung. Und dann, wenn die Person die uns den Sinn vergeben hat, dann nehmen wir die Vergebung an und wir leben frei von der Sinn. So, das ist dann sehr wichtig, wenn wir weiten, wie hart was ordentlich getan, jengen ohne Person, da wir uns eben reinmerken dann mit der Person. Und wer wollen unsere Sinn nicht bloß bekennen, wann wir bei der Gemeinde begonnen? Wer wollen unsere Sinn nicht bloß bekennen, wann wir machen? Wer wird dort in Anwarnung merken, jeder Tag, wann wir Gott kommen, Vater Gott kommen, Vergebung freuen, und wann wir jengen ohne Menschen sinnen dann, auch Vergebung freuen. Dankeschön, dass ihr seid von der mit uns mitgekommen. Ich wünsche euch ein gutes Werk. Gottes Segen.